Yo, was geht ab, YouTube? Timo hier mit den neuesten Diablo 4 Patch Notes. Und ja, Blizzard hatte viel versprochen im letzten Campfire-Stream. Sie sagten, wir bekommen 13 Seiten Patch Notes. Dieser Patch ist jetzt da und da gehen wir jetzt einmal zusammen durch und ich sage euch dann zum Ende nochmal, was ich von dem ganzen Spaß halte. Dass viel dazu gekommen ist, kann man auf jeden Fall nicht bestreiten. Es gibt hier auf jeden Fall einiges, was geändert wurde an Dungeons, Events und anderen Aktivitäten, an Gameplay-Flixes und Koop. Ich will euch damit auch gar nicht langweilen. Ich will das Video auch eher kurz halten. Was man hier auf jeden Fall auch erwähnen müsste in dem Zusammenhang ist auf jeden Fall, sie haben jetzt gefixt, dass die Lebensbalken, wenn man in Gruppe spielt, nicht immer quasi leer laufen, dass man denkt, ah, ein Kollege von mir ist jetzt gestorben und so weiter und so fort. Sie haben gefixt, dass wenn du auf der Map einen Marker setzt, dass der dich jetzt auch quasi genauer zum Spiel hinbringt und nicht erst quasi über ganz Sanctuary führt und dann ins Dungeon. Das ist auf jeden Fall hier so ein paar Quality of Life Features, die sie angegangen sind und natürlich auch ein paar Bugs, die hier am Start waren. Was auf jeden Fall zu erwähnen ist in diesem ganzen Zusammenhang hier, ist auf jeden Fall Folgendes: Gameplay Adjustments. Und hier ist meiner Meinung nach quasi der wichtigste Teil des Patch, den wir bekommen haben. Denn es gab ja in letzter Zeit auch viele Spekulationen, wie sieht das jetzt aus mit den Nightmare Dungeons, geben zu viel XP, zu viele Spieler springen ab und so weiter und so fort. Und hier hatte Blizzard ja versprochen, dass sie A, die Nightmare Dungeon XP buffen und B eine Möglichkeit einbauen werden, dass man sich direkt zum Dungeon porten kann. Und das haben sie jetzt auch gemacht und zwar relativ fix. Der letzte Developer Stream ist circa eine Woche her, bei dem sie das angekündigt haben und wir haben schon spekuliert, dass das Ding auf jeden Fall erst zu Anfang Season 1 kommt, Ende des Monats. Allerdings haben wir den Spaß jetzt schon und zwar wurde die Erfahrung gebufft, die man für Abschluss eines Nightmare Dungeons bekommt. Es wurden hier XP angepasst bzw. gebufft für jeden Monsterkill im Nightmare Dungeon. Dann Kisten während des Höllenflut-Events geben jetzt mehr Bonus-XP, wenn ihr die öffnet, was sowieso ganz gut ist. Helltide war auch immer ein gutes Ding, um zu leveln. Die Monster sind dort immer 2 Level über euch, egal welches Level ihr habt. Und wenn die Kisten jetzt auch noch mehr XP geben, umso besser. GG. Dann wurde hier auf jeden Fall auch signifikant die XP gebufft vom Baum des Flüsterns. Das ist dieser Baum, wo ihr die Quests für machen könnt und dann quasi gegen spezielle Items eintauschen könnt. Die sind natürlich immer noch random. Aber das war quasi so schlecht von der XP und vom Loot, dass es gar keinen Sinn gemacht hat, das überhaupt anzugehen hier. Jetzt gibt es hier auch noch mehr XP für. Ich weiß nicht, wie viel das sein wird. Das werden wir auf jeden Fall testen. Gleich im Stream. Und dann wurde hier noch ein Problem gefixt, wo die Holdout-Style-Events also die Durchhalten-Events im Nightmare Dungeon kein XP gegeben haben. Alles in allem erstmal sehr schön. Und hilft auf jeden Fall auch dabei, unsere Charakter jetzt nach Level 80 endlich mal auf Level 100 hoch zu pushen. Was auch noch ganz cool ist, diese Special Bosse, die während der Höllenflut spawnen, geben jetzt mehr Loot. Das sind diese riesigen Bosse, die ewig dauern, bis ihr die runterrockt und die halt auch die Seelen geben, um Items abzugraden und so weiter und so fort auf die letzte Stufe. Die droppen jetzt auch signifikant besseren Loot. Also man weiß halt nicht, was das heißt, denn vorher haben sie null Loot gedroppt und signifikant mehr Loot wäre dann ja vielleicht auch schon 2, 3 Yellows, aber wir werden sehen. Nächste Helltide nehmen wir auf jeden Fall mit und checken das aus. Und das Allerbeste, wir können jetzt direkt zu Nightmare Dungeons porten. Ihr öffnet einfach das Siegel, klickt auf das Nightmare Dungeon, funktioniert genauso wie ein Waypoint, zack, seid ihr da, bum, peng, ab geht's an das Leveln. Und dann haben wir noch hier, dass die wöchentlichen Bonuskästchen von Weltbossen jetzt keine Levelanforderungen mehr haben, die zu öffnen. Vorher war das Level 80, jetzt könnt ihr die wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, je nach Weltenstufe, ich schätze mal auf T4, dann auf Level 70 schon öffnen und den Loot rausholen, was egal ist, denn da kommt eh kein guter Loot raus. So, das hier auf jeden Fall das Wichtigste, meiner Meinung nach.
Jetzt haben wir hier noch Balance Changes an den Klassen und Blizzard sagt dir schon, dass die Basic Skills nicht wirklich impactful waren, dass sie hier eine schöne Relationship, also eine Relation zwischen den Basic Skills und den Core Skills quasi schaffen wollen und dass diese Änderungen, die hier jetzt wirklich gleich kommen werden, worauf ich nicht im Detail drauf eingehen werde, vielleicht auf das ein oder andere Ding, aber die sind so irrelevant, dass ich das Video dann lieber eher kurz halte, nicht wirklich einen großen Impact, einen großen Einfluss auf das Spiel haben werden. Und fangen wir mal an, sorry, mit dem Barb hier. Lunging Strike, das ist halt ein Generator, ein Ressourcengenerator von Wut in dem Fall. Der geht von 30% auf 33% hoch und die Wut, die generiert wird, von 9 auf 10. Und das ist eigentlich schon vielsagend für die ganzen Änderungen, die hier jetzt kommen, über alle Klassen. Es wurden hauptsächlich hier die Generator-Skills gebufft für Ressource und also nicht wirklich große spielverändernde Änderungen vorgenommen, sind wir ganz ehrlich. Ich gehe mal ganz kurz durch. Doppelschwung macht ein bisschen mehr Schaden. Lieb, Iron Skin, Ruf der Uhr an, hat mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das ist ganz gut für uns Barbs zum Leveln, gerade wenn wir noch quasi in den Kinderschuhen stecken und auf die Ancients angewiesen sind, dass sie uns die Elite-Gegner killen. 20% mehr Attack-Speed ist, 20% mehr heißt besseren Kill-Speed. Maelstrom, der Cooldown wurde von 60 auf 45 hier runtergesetzt. Ist auf jeden Fall auch eine ganz coole Änderung. Plus gibt mehr Crit und Crit Damage. Und dann gibt es hier auch noch leichte Änderungen an den legendären Aspekten und auch noch an einigen Items, wie hier zum Beispiel Dust Devil. Wenn wir mit Doppelschwung Gegner treffen, dass diese kleinen Tornados da rauskommen, ist meiner Meinung nach aber immer noch unsinnig und wird jetzt nicht Gamebreaking sein, dass man auf einmal Doppelschwung zocken kann, denn jetzt die Monsterdichte ist viel zu gering für diese Tornados und du triffst damit einfach nichts. Und deswegen glaube ich, es wird bei Hammer of the Ancients und natürlich auch Wirbelwind bleiben. Hellhammer wurde gebufft, das ist der Upheaval-Hammer. Bringt leider halt nur nichts, wenn Upheaval-Skill um 50% runtergerockt wurde vom Damage. Und hier den Hammer zu buffen, bringt gar nichts. Druide, wie gesagt, hier sieht es genauso aus. Ein paar Generatoren wurden gebufft. Ich werde euch das Ding auf jeden Fall auch wieder unter einem Video verlinken, dass ihr euch das im Detail angucken könnt. Ich gehe jetzt nicht auf alles im Detail ein, weil es wirklich jetzt nicht Gamebreaking ist, sind wir mal ganz ehrlich. Necro hat komischerweise Buffs gekriegt. Die OP-ste Klasse, könnte man sagen, zurzeit im Game, hat komischerweise Buffs bekommen. Man weiß nicht warum. Vielleicht weil Rot, der Lead-Designer, der Chef des Franchises bei Blizzard, Necro-Spieler ist. Das würden aber böse Zungen behaupten. Iron Maiden, also das finde ich ganz cool. Dornschaden wurde eher erhöht und auch Passive wurde beim Necro ein bisschen der Dornschaden erhöht. Also muss man gucken, ob da vielleicht neue Builds rauskommen, aber ich bezweifle das stark. Beim Rogue wurden auch Generator-Skills gebufft. Und was ganz interessant ist, Rain of Arrows geht der Cooldown um 5 Sekunden runter. Und was auch rausgestochen ist hier, finde ich, Heartseeker, da geht der Primärschaden von 30 auf 75% hoch. Also vielleicht werden wir hier das Ding jetzt öfter sehen in dem einen oder anderen Range-Build vom Rogue. Darf man auf jeden Fall gespannt sein, was da kommt. Und sonst solche Sachen wie Escape Artist, geht der Cooldown von 100 auf 45 Sekunden runter. Also kann sein, dass diese Aspekte jetzt auch, ich schätze mal, eher im Hardcore mitgenommen werden. Aber wir werden sehen. Beim Sorcerer ist jetzt auch nicht viel passiert. Was ich ganz cool finde, ist, dass unter anderem, wo haben wir es denn, Fireball jetzt weniger Mana kostet. Das heißt, ich kann jetzt vielleicht mein Fireball-Bild mal auf die Beine stellen. Frozen Orb wurde gebufft. Base Damage, Explosionsdamage und die Chance, Gegner verwundbar zu machen. Reicht aber trotzdem nicht, das in die Meta zu bringen, sage ich euch ganz ehrlich. Und dann gibt es auch hier Änderungen an den legendären Aspekten und an den Items. Hier haben wir auch mal wieder einen Buff ausnahmsweise.
Staff of Lamb Essen, Damage Reduction geht von 30 auf 25 runter. So, Freunde, das nur mal ganz kurz drüber geflogen. Wie gesagt, wenn euch das Ding interessiert, ich verlinke euch den Blogpost natürlich wieder unter dem Video. Was eigentlich nur festzuhalten ist, ist folgendes: Gameplay-Anpassung. Es gibt mehr XP für Mobs im Nightmare Dungeon, für Abschluss des Nightmare Dungeon. Wir können zum Nightmare Dungeon porten. Es gibt XP für die Kisten in der Helltide und es gibt mehr XP für, was war das nochmal, den Baum des Flüsters. Also, das, was Blizzard letzten Campfire-Stream angekündigt hat, das haben sie auf jeden Fall gehalten. Das auf jeden Fall ganz coole Änderung. Bringt das Spiel nach vorne, safe, nice, will ich nichts gegen sagen, aber der Rest ist so Beiwerk, womit sie uns wahrscheinlich erstmal ein bisschen vertrösten wollen. Und meine Theorie ist auf jeden Fall, die richtigen Änderungen an den Core-Skills, an den Kern-Skills, die Game-Breaking sind, die die Meta auf jeden Fall verändern werden dann erst kommen, wenn die Season ins Haus steht, um dann noch vielleicht mal ein bisschen Hype für das Spiel zu generieren, dass viele Leute die Season spielen. Also Season steht auf jeden Fall an, Mitte bis Ende nächsten Monats. So, Ladies and Gentlemen, jetzt seid ihr auf jeden Fall aktuell und auf dem neuesten Stand. Ich sage Dank fürs Zusehen. Wenn ihr den Kanal abonniert, bin ich euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Hilft mir auf jeden Fall weiter und wir sehen uns im nächsten VOD oder bei Twitch. Peace!